Diese scharfe Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitagabend auf dem Gelände des Jugendfeuerwehrzeltlagers im Edertal gefunden worden, nur wenige Meter von den Zelten entfernt. Ein 20-jähriger Betreuer fand den Sprengkörper im Gras und nahm den vermeintlichen Müll in die Hand. Als er die nach eigenen Worten sehr komische Form der Granate bemerkte und realisierte, was er da in den Händen hielt, legte der junge Mann die Handgranate wieder ab. Die verständigte Polizei sperrte das Gelände weiträumig ab, um die 150 Jugendlichen und Betreuer nicht in Gefahr zu bringen. Der vom Kampfmittelräumdienst entsandte Mitarbeiter identifizierte die Eiergranate als über 70 Jahre altes Relikt aus dem letzten Weltkrieg. Die Handgranate vom Typ MK2 aus amerikanischen Beständen wurde noch am Abend in der Feldgemarkung zwischen Bergheim und Wellen auf einem Feld vergraben und kontrolliert gesprengt. Das durften wir aus Sicherheitsgründen allerdings nicht filmen.